So. Jetzt kann ich mein Zungenkusskondom auch wieder absetzen. Ja. Liebe Basis, oder wie spreche ich euch am besten an? Lieber Bundesschwarm. Wir haben uns hier zusammengefunden, weil wir alle spüren, dass wir an einem dramatischen Wendepunkt der Geschichte stehen. Angefangen hat es vermutlich bei uns allen mit einem Störgefühl. Bei dieser Corona-Nummer stimmt was nicht. Bei mir persönlich stellte sich dieses Störgefühl sehr rasch nach dem Ausbruch der Corona-Krise ein. Und zwar damals noch gar nicht so sehr wegen des Verhaltens unserer Politiker, sondern wegen der deutlich wahrnehmbaren Einseitigkeit in der Medienberichterstattung. Aus dem Störgefühl wurde nach und nach die Gewissheit, dass die Pandemieerzählung der Regierungen in diesem Land auf fatalen Fehlannahmen beruht. In starkem Kontrast dazu stand die Beharrlichkeit, mit der die Regierenden und die ihnen gewogenen Medien an der Pandemieerzählung festhielten. Wir hören seit einem Jahr immer nur dasselbe. Das Virus, so heißt es, wird uns alle zur Strecke bringen, wie in der Kirchenpredigt 16. Jahrhundert. Die Hölle wird ihren Schlund aufreißen und euch mit Haut und Haaren verschlingen. So. Und anders als damals gibt es auch keine Ablassbriefe zu kaufen. Aber so. Nach und nach wurde, was gibt's? Ach so, doch, ja, ich merke schon, es gibt achtsamen Widerspruch. Gut. Nach und nach wurde das Bestreben der Eliten erkennbar, dass wir Schritt für Schritt wieder hinter die Errungenschaften der Aufklärung zurückgeworfen werden sollen. Wir sollen in jene selbstverschuldete Unmündigkeit zurückkehren, aus der uns Immanuel Kant den Ausweg weisen wollte. Und wir alle kennen den berühmten Ausspruch des französischen Philosophen René Descartes. Cogito, ergo, sum, ich denke, also bin ich. Diesen Satz versucht man in der Corona-Zeit umzuformulieren. Erste Neuformulierung. Ich existiere, also bin ich eine Gefahr. Das steckt doch hinter der These, wir könnten ein Killer-Virus ohne Symptome zu haben an andere weitergeben. Jeder Mensch ist allein dadurch, dass er existiert und ausatmet, eine Gefahr für andere. Gegen diese Gefahr, so heißt es weiter, müssen wir angehen, indem jeder Einzelne von uns seine Mitmenschen vor sich selbst schützt. Ihr merkt, es fällt mir schwer, das überhaupt auszusprechen. Zweite Neuformulierung. Ich denke, also bin ich hier falsch. Die Ansage lautet, ja, wir leiden alle unter diesen Maßnahmen, aber die Regierung will nur das Beste für uns. Wagt es ja nicht, etwas anderes zu denken. Das ist der Ursprung der Legende vom Verschwörungstheoretiker. Das sind nämlich die, die es doch wagen. So. Dritte Umformulierung. Ich denke also, bin ich eine Gefahr. Auch wenn es nicht leicht fällt, so die Ansage. Wir müssen durchhalten. Wir müssen, so wird es uns verpackt, solidarisch zusammenstehen. Damit ist gemeint, wir haben uns hinter unseren Regierungen zu versammeln und den Kampf gegen das Virus gemeinsam zu führen. Gemeinsam gegen Corona. Wer da brav mitmacht, ist ein Aha-Held oder eine Aha-Heldin. Wer es dagegen wagt, das Ausmaß der Bedrohung in Frage zu stellen, ist ein Verräter und hindert uns an dem ach so wichtigen Sieg in diesem Kampf. Ganz sicher wird man hinterher wieder eine wissenschaftliche Studienauftrag nehmen. Direkt im Anschluss an den Parteitag haben die Infektionszahlen in den Kreisen, wo die Mitglieder herkamen, dramatische Ausmaße angenommen. Also ich warte nur drauf. Ne? So. Wissenschaftliche Evidenz wird völlig überbewertet. Hauptsache, so ein Mist ist erstmal in der Welt.
Das Ergebnis solcher Propaganda ist klar zu erkennen: Konformitätsdruck. Individuelles Denken, ja, individuelles Sein steht in dieser Rhetorik nur im Weg und ist daher nicht erwünscht. Und wir alle wissen, Konformitätsdruck ist ein Wesensmerkmal totalitärer Herrschaft. Wir sind hier versammelt, weil uns eine Überzeugung eint, die Überzeugung, dass wir nicht länger bereit sind, uns diese systematische Erniedrigung unserer Persönlichkeit bieten zu lassen. Die Überzeugung, dass wir uns die pluralistische Demokratie, die wir für selbstverständlich hielten, völlig neu erkämpfen müssen. Die Überzeugung, dass wir den Menschen, die sich ein schnelles Ende der Corona-Maßnahmen wünschen, herbeisehnen sogar, ein politisches Angebot unterbreiten müssen. Denn auch das ist eine Erfahrung der Corona-Krise. Die Pandemieerzählung wird selbst in den Parlamenten nicht hinterfragt. Opposition, die diesen Namen verdient, findet nicht statt. Wir werden regiert von der schwarz-grün-rot-gelb-dunkelroten Einheitspartei Deutschlands. Daneben existiert in dem Parlament nur noch die blaue Partei vom Kölner Karneval, aber leider nicht mit so lustigen Inhalten. Nein, liebe Freunde, wir müssen uns klar machen, wir müssen die politische Kraft sein, die dabei mithilft, das Ruder herumzureißen. Wenn wir es nicht machen, macht's keiner. Aber es geht natürlich nicht mehr nur um Corona. Wir haben alle längst durchschaut, dass im Schatten dieses Krankheitserregers eine ganz andere Agenda abläuft. Und egal, wie man sie nennt, ist uns jedenfalls eines klar, um Gesundheitsschutz geht es hier jedenfalls nicht. Es geht ganz allgemein geht es vielmehr um das, worum es immer geht, wenn vorhandenes Einflusspotenzial missbraucht wird. Es geht um Macht und Geld, nur vielleicht mit dem Unterschied, früher ging es den Konzernen meistens ums Geld und Politikern um die Macht. Und im Moment haben wir irgendwie das Gefühl, beiden geht es um beides. Die Konzerne wollen nicht mehr nur Geld verdienen, sie wollen auch Kontrolle. Der erste Vorgeschmack sind diese Löschungsorgien auf den sozialen Plattformen. So. Und das, wenn ich vorhin vom dramatischen Wendepunkt der Geschichte geredet habe, dann meine ich damit nichts Geringeres als die Frage, wie wir als Menschen in Zukunft leben möchten. Als frei denkende und handelnde Menschen oder aber unter der dauerhaften und engmaschigen Kontrolle anonymer Machthaber. Letzteres sehen wir als Gesellschaftsmodell bereits verwirklicht, nämlich in China. Ich bete darum, dass diese Hölle uns hier erspart bleibt. Aus den Dingen, unter denen wir leiden, leitet sich ab, was wir selbst besser machen müssen. Ihr kennt vielleicht das Lied Man in the Mirror von Michael Jackson. Dort heißt es im Refrain: If you want to make the world a better place, take a look at yourself, then make the change. Wenn wir wollen, dass die Welt besser wird, müssen wir bei uns selbst anfangen. Jetzt setze ich mal für 3 Minuten imaginär den schwarzen Kittel und die weiße Fliege auf und spreche so ein bisschen das Wort zum Sonntag. Wir haben erfahren, dass zu viel Macht in zu wenigen Händen nichts Gutes hervorbringt. Also müssen wir, steht ja in unserem Parteiprogramm und sogar in unserem Parteinamen drin, individuelle Macht begrenzen. Wenn wir uns nur in Positionskämpfen um bestimmte Posten innerhalb der Partei zerreiben, sind wir selbst kein Deut besser als die Altparteien. Die Demokratie,
in Deutschland braucht uns und sie braucht uns als Team. Wir müssen Tag für Tag erleben, dass wir als Abschaum der Gesellschaft dargestellt werden. Wir sind angeblich schuld, dass die Infektionszahlen steigen. Wir sind angeblich schuld, dass Deutschland noch im Lockdown ist. Wir müssen erleben, wie die Verrohung des mitmenschlichen Umgangs, die schon vor der Krise, vor Corona zu beobachten war, sich jetzt in der Corona-Krise durch die perfide Propaganda in Politik und Medien noch einmal dramatisch verschärft. Wir sind für viele ein einfach gestricktes Feindbild, auf dem man die Verantwortung für diese trübselige Zeit abladen kann. Daraus folgt zwingend, wir müssen miteinander sehr viel Nachsicht üben. Da draußen macht es nämlich keiner. Wir werden über viele Sachfragen leidenschaftlich streiten und das muss in einer demokratisch strukturierten Partei auch so sein. Aber bitte mit R-E-S-P-E-C-T, Respect, that's what it's got to be. Check it out. Viele von uns haben sich vor Corona kaum vorstellen können, jemals in ihrem Leben politisch aktiv zu werden. Und sehen jetzt aber eine Notwendigkeit, in der Krise die Notwendigkeit, es zu tun. Ich erlebe, wie sich die Menschen in unseren Parteigremien unermüdlich einsetzen, obwohl sie in diesem Geschäft selbst häufig noch nicht viel Erfahrung haben. Diese Menschen sind ganz besonders auf den Rückhalt der Partei angewiesen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich war über 21 Jahre lang in der ÖDP, ökologisch-demokratische Partei. Die ÖDP hat ein fantastisches Programm, das im politischen Debattenraum viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, als es dieser Partei aktuell zuteil wird. Aber mehrfach musste ich erleben, wie dort fähige Führungskräfte abgesägt wurden. Damit stand sich die ÖDP letztlich selbst im Weg. Das müssen wir definitiv besser machen. Stärkt die Menschen, die sich in verantwortlicher Position für diese Partei einsetzen. Das ist meine Bitte an euch. So, das war jetzt der Exkurswort zum Sonntag. Aber ihr seid natürlich nicht für irgendwelche Predigten hergekommen. Wir haben ein Riesenprogramm vor uns, weil wir zahlreiche Personal- und Satzungsangelegenheiten zu besprechen haben. Auch das muss sein, gerade in einer noch jungen Partei. Und wir werden in den nächsten Monaten viel Arbeit weiterhin vor uns haben, um den Menschen ein politisches Programm vorstellen zu können, das nicht nur einen Ausweg aus dem Lockdown und allen möglichen Masken-, Test- und Impfzwängen weist, sondern dass auch das Bild einer wesentlich menschenfreundlicheren Welt zeichnet, als wir sie vor Corona hatten. Schön, dass ihr da seid, in Präsenz, auf den Bildschirmen. Und jetzt würde ich sagen, an die Arbeit. Danke für eure Aufmerksamkeit.